Wir leben in einer Welt 1 Grad wärmer, als sie noch unsere Großeltern und Urgroßeltern kannten. 1 Grad, das hört sich nicht nach viel an, nach kaum spürbar. Aber das globale Klimasystem funktioniert anders als das tägliche Wetter. Global entscheiden wenige Grad mehr oder weniger der mittleren Temperatur unserer Atmosphäre über Kalt- und Warmzeiten. Darüber, ob sich von der Arktis bis nach Berlin Gletscher erstrecken. Oder ob der Meeresspiegel die nahen Küstenstädte und die pazifischen Inseln überflutet. Gab es in der Erdgeschichte nicht schon oft Warm- und Kaltzeiten? Ja, natürlich. Aber wir sollten uns fragen, wie haben sich die Veränderungen des Klimas auf die Lebensbedingungen auf unserem Planeten ausgewirkt? Die bisherigen rapiden Klimaveränderungen der Erdgeschichte hatten sehr unterschiedliche Gründe, aber eines gemeinsam: das Zusammenbrechen der Ökosysteme und ein Massenaussterben der Tier- und Pflanzenarten. Was wir jetzt erleben, die schnelle Erwärmung unserer Erdatmosphäre, das wird verursacht von uns Menschen selbst. In den letzten 150 Jahren haben wir großflächig Wälder gerodet, unsere Landwirtschaft industrialisiert und begonnen, massiv fossile Rohstoffe zu verbrennen. In Deutschland besonders Braunkohle. Alte Wälder, die über Millionen von Jahren gewachsen, zu Torf geworden und mit Sedimenten überdeckt überdauert haben. Den Kohlenstoff, den die Bäume und Farne damals vor 5 bis 25 Millionen Jahren aus der Atmosphäre gebunden haben, diesen verbrennen wir jetzt wieder. So gelangt der Kohlenstoff nun als Kohlenstoffdioxid oder CO2 wieder in unsere Atmosphäre. So beeinflussen wir den Kohlenstoffkreislauf unserer Erde und verändern unser Klimasystem. Denn das CO2 wirkt in der Atmosphäre als ein Treibhausgas. Hinzu kommen weitere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas. Diese Treibhausgase lassen die von der Sonne gesendeten Strahlen passieren, aber nicht die von der Erde rückreflektierten langwelligen Wärmestrahlen. Wie in einem Treibhausgas staut sich die Wärme. Und je höher die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre, desto schneller erwärmt sie sich. Deshalb leben wir jetzt in einer Welt, die sich bereits um 1 Grad erwärmt hat. Global geraten Ökosysteme unter Druck und Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Und deswegen benutzen wir immer weniger das Wort Klimawandel. Wir befinden uns in einer Krise, einer Klimakrise. Und die bisherigen sichtbaren Auswirkungen sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was passieren wird, wenn wir nicht sofort anfangen, Treibhausgase zu reduzieren. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann kann es bis Ende dieses Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 4 bis 6 Grad kommen. Die letzte große vergleichbare Erwärmung gab es vor ungefähr 15.000 Jahren, als die letzte Eiszeit endete. Damals erwärmte sich das Klima um die 5 Grad in einem Zeitraum von 5.000 Jahren. Der Mensch verursacht dieselbe Erhöhung in nur 200 Jahren. Die Auswirkungen sind bereits global zu spüren. Hier ein paar Beispiele. Erstens: Artensterben. Die rasante Geschwindigkeit der Erwärmung führt dazu, dass sich Ökosysteme nicht schnell genug neu anpassen können und Arten nicht schnell genug neue Lebensräume erschließen können. Es wird zu einem Massenartenaussterben kommen, ein dramatischer Verlust unserer Biodiversität, und wir erleben bereits den Beginn. Zweitens, unsere Landwirtschaft. Unsere Landwirtschaft wird aufgrund des Hitzestresses und des Wassermangels weniger produzieren, besonders in den bereits trockenen und subtropischen Gebieten in den Ländern des globalen Südens. Ein Beispiel ist der Schadsee am südlichen Rand der Sahelzone. Seit über 50 Jahren trocknet er aus und er hat bereits 90% seiner Masse verloren. Die jährlichen Dürrezeiten werden hier länger und die Menschen kämpfen um das noch verbliebene Wasser und nutzbare Land. Konflikte zwischen jenen, die Landwirtschaft betreiben, und jenen, die jährlich mit ihren großen Viehherden vorbeiziehen, nehmen rapide zu. Die Klimakrise verschärft bereits gewalttätige Konflikte und sie schürt neue. Drittens, Gesundheit. Krankheiten wie Malaria werden sich mit den steigenden Temperaturen weiter ausbreiten und Regionen erreichen, die bisher zu kühl für den Erreger waren. Viertens, Gletscherschmelze. Weltweit verlieren die Gletscher an Masse mit negativen Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Andenstädte wie Quito und Ecuador sind abhängig von ihnen. Verschwinden die Gletscher, ist die Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen, die in den Andenstädten leben, gefährdet. Fünftens, der Amazonas-Regenwald. Der Amazonas-Regenwald wird zur Steppe. Die höheren Temperaturen, der höhere CO2-Gehalt in der Luft und die Abholzung werden dazu führen, dass der Regenwald des Amazonas sich zu einem Buschland, zu einer Steppe entwickelt. Die Auswirkungen der Klimakrise sind in vielen Regionen der Welt grausame Realität. Und sie treffen besonders Menschen, die in den Ländern des globalen Südens leben. Menschen, die am wenigsten Treibhausgase verursacht und damit am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben.
Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die von Subsistenzwirtschaft und von funktionierenden Ökosystemen direkt abhängig sind. Und besonders auch Frauen. Frauen sind anders von der Klimakrise betroffen als Männer, nicht weil sie schwächer sind, sondern weil sie aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung weniger Zugang haben zu Infrastruktur, zu medizinischer Versorgung, zu Bildungsmöglichkeiten und Einkommensmöglichkeiten. Und sie haben weniger Zugang zu den Entscheidungsstrukturen. Global sind jene Menschen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, am wenigsten in den Entscheidungsstrukturen eingebunden, die über Klimaschutz bestimmen. Die Klimakrise verstärkt bereits bestehende Ungerechtigkeit auf der Welt. Und deswegen ist eine progressive Klimapolitik auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Und als Verursacher der Klimakrise hier im Norden ist es unsere Verantwortung, unsere Art zu leben, zu wirtschaften und zu konsumieren radikal zu verändern. Die Klimakrise aufzuhalten ist die Herausforderung unserer Generation. Laut dem UN-Weltklimarat können wir es noch schaffen, die 1,5-Grad-Grenze zu halten, wenn wir in den nächsten 12 Jahren 50% unserer CO2-Emissionen reduzieren. Um dies zu schaffen, müssen wir jetzt beginnen. Klimaschutz bildet die Grundlage, ohne die wir eine gerechte Welt nicht aufbauen können.